Hakan! Niemand ist perfekt, Hakan! Als Anregung, Hakan! Doch nicht als Kritik! Ich sehe es nicht als Kritik, ich sehe es eher als eine Anregung. So wiederholt sich Geschichte. Schöner ja, Moment. Der Murat Yakin, ich habe es auf Twitter, also jetzt X, formerly known as Twitter. As the artist. As the artist. Ja. Gelesen hatte, wenn beim einen Yakin etwas eingibst, kommt es beim anderen wieder raus. Ja. Dann habe ich gefunden, das hat der Sascha Türek, der das dort online gestellt hat, sehr schön beschrieben. Sascha Türek. Sascha Türek. Wer kennt ihn nicht? Genau. Ja. Also das, die Szene von der Pressekonferenz mit dem Murat Yakin, das war ja ein bisschen aufregend. letzte Woche mit dem Granit Xhaka, der gesagt hat, ja, wir haben nicht so ein gutes Training gehabt. Und so. Und sich genervt. Ja, er sagt, das Training sei zu lasch gewesen. Ich finde ja eher den Match. Also, ja. Wenn es ein super Training gewesen wäre und gleich ein laschen Match, nicht so geil. Ja, das stimmt. Ja. Ja, auf jeden Fall, das hat sich alles jetzt wieder gelegt. Wir haben die Andorra weggeputzt, es kommt alles gut. Alle Fragen, die offen sind, werden beantwortet von Murat Yakin auf unserer Comedy-Männer-Tour. Dort ist jetzt Gast in Basel. Tickets gibt es online und für die, die jetzt eingeschaltet haben, denken, hä, also ist das jetzt Sikora Gisler und seit wann sehen die so komisch aus? Gut. Nein, ist es nicht. Das ist ein anderer Podcast, das sind Comedy-Männer. Für die, die jetzt gerade auf SRF 2 verwacht sind, aus dem Vorgängerprogramm, herzlich willkommen. Wir laufen jetzt jeweils am Donnerstagabend da. Wir besprechen so ein bisschen das Wichtigste von der Woche. Die wichtigsten Themen sind darum jetzt auch mit der Schweizer Nazi eingestiegen, haben aber noch ganz vieles mehr. Jeder von uns hat so ein bisschen Zeug mitgenommen, das ihn beschäftigt hat diese Woche. Und damit starten wir rein. Für viele Folge Nummer 1, für alle anderen ist es Folge Nummer 87 von den Comedy-Männern. Heute reden wir über Verkehr mit E-Trottis, Verkehr mit Autos und Verkehr mit Menschen. Mein Name ist Stefan Büsser, mit mir sind Daron Herz und der Michael Schweizer. Wie geht's euch? Ja gut, aber ich habe eine schlechte Nachricht. Wir werden alt und es gilt im Fall auch für euch zwei. Ganz ehrlich. Wie meinst du? Ja, haben Sie mitbekommen, die letzte Woche, wo wir das Tryout gespielt haben für unsere Tour. Ja, also, Tryout, muss man sagen, ist eine Testvorstellung. Ja, wir haben eine Testvorstellung gemacht. Und danach habe ich euch noch wieder, da erzählen wir immer so Befindlichkeiten, was wir erlebt haben, der Geschichte, oder? Und dann habe ich euch zwei das erzählt und ihr so, ja, irgendwie kommt uns das bekannt vor. Mhm. Und ich so, ja, sind Sie sicher, dass ich euch das privat erzählt oder im Podcast? Und dann haben wir einfach alle drei nicht mehr gewusst, habe ich euch das privat erzählt oder habe ich es im Podcast erzählt? Dann haben wir dann zum guten Glück Janine gefragt, unsere gute Seele, unsere gute... Ich würde sagen, unsere Edelfan. Human Archive. VIP. VIP-Edelfan Janine. Und ich habe Janine eine Sprachnachricht gemacht und gesagt, Janine, habe ich das schon mal erzählt? Ja. Und Janine hat gewusst, ja, du hast es schon mal erzählt. Und hat Geschichte sogar dann noch... auf Minuten und hat sie rezitiert. Besser wie du. Hat sie besser erzählt als ich und hat noch eine bessere Beschlusspointe angehängt. Und ich habe sie dann selber gemerkt. Am Sonntag, Männer, am Sonntag sind wir im Fernsehen gekommen. Scheinbar. Unser Bühnenprogramm von 2022 ist am Sonntag am Abend zur besten Zeit im Schweizer Farbfernsehen auf SRF 1. Also auf 1 notabene, nicht auf dem 2. Nein, gelaufen, so, oder? Ja. Und irgendwann kommt in unsere WhatsApp-Gruppe, die wir haben, kommt eine Nachricht vom Büssi. Du, ich glaube, wir laufen im Fernsehen. Meine Mutter hat gerade angerufen. Wirklich. Ich habe das so nicht mehr auf dem Radar. Es läuft so viel im Moment bei uns. Ja. Und das klingt dann so arrogant, oder? Wenn man sagt, ja, ich habe nicht gewusst, dass ich im Fernsehen komme. Wir haben es einfach verpennt. Alle drei gesehen, sofort Stories machen. Aber viel Spaß. Viel Spaß. Es ist, glaube ich, noch 5 Minuten. Darum, wer es aus diesen Gründen verpasst hat, gehen wir hinschauen, es ist auf SRF Play, oder? Kann man das nachschauen? Ja, vielleicht kann man so, wird da noch in eine Quote reingerechnet. Vielleicht kann man so noch ein bisschen aufschauen. Ich glaube nicht. Das ist egal, gehen wir einfach. Es ist lustig und wenn es euch gefallen hat, dann kommen wir auch auf die diesjährige Tour. Aaron, wie geht es dir? Ja, es geht mir gut, wobei es ist mir so etwas passiert. Vielleicht kennt ihr das, ihr hört einen Musikstil so ein im Auto oder auf den Kopfhörern. So, ihr seid da so in eurer eigenen Welt drin. Und dann nehmen wir den Kopfhörer ab, aber ihr bleibt so ein bisschen in dem Mood. So, ihr hört irgendwie üble Hip-Hop und am liebsten würde ihr am Kiosk sagen, irgendwie, Bitch, gib mir Kaugummi. Und so, oh, excuse. Oder ihr schaut irgendeine Serie, Suits, so, nehmen wir Suits. Und dann würde irgendwie reinrufen, hey, Einspruch. So, man ist so in einem Mood drin. Und ich bin jetzt in ein Rabbit Hole abgerutscht von
Tiervideos. Viel, viel zu spät. Etwa 30 Jahre zu spät bin ich in die Tiervideo-Welt abgerutscht. Auf Instagram zeigt man die ganze Zeit Tiervideos. Alle möglichen Tiere, Katzen, Hunde, Leguan, mega lustig, ein Elefant, der trommelt, ich lache mich kaputt. Seither trinkt er die Milch nicht mehr, sondern tut sie so. Ja, ich lepple jetzt noch. Ja, und der Mut hat mich so beeinflusst. Jetzt bin ich auf dem Weg, da hin, fahre so dahin auf der Autobahn und sehe so Kühe nebendran. Ein Kälbchen, das bei der Mutter trinkt, so herzig. Und dann so, ihr macht gar nichts Lustiges. Jetzt langweilen mich einfach Kühe, die da stehen. Tiere müssen etwas Lustiges machen. Das ist fies. Jetzt langweilen mit dir wegen diesen Tiervideos. Ich muss aufhören mit dem. Wenn es einfach sind. Ja. So. Ist nicht geil. Ja, und schau einfach in dem Fall auch nie Narcos, wenn du nachher immer das Gefühl hast, man ist so auch dort, du laufst ein bisschen durch den Alltag. Ese, cabrón. Ja, der Zucker hat gesagt, er hat so Spanisch gelernt. Ja, aber nicht seit Narcos kann er Spanisch. Er sollte nicht reisen, sagen wir es so. Aber ich bin schon in die übelsten YouTube-Rabbit-Holes abtauchen. Ja. Also das ist schon alles dabei. Der Fadentrimmer. Da gibt's der Fadentrimmer. Ja. Der Lego-Bauer. Und Kerkerbubble. Ja. Kennst du Kerkerbubble? Ja, genau. Ja. Es gibt aber Bubbles, wo ich schon reingerutscht bin, wo ich jetzt da nicht würde sagen, dass es passiert ist. Aber es passiert schneller, als man meint. Wirklich. Ja. Also, ich bin wieder aus der Bubble erwacht. Jawohl. Ja, es ist dunstig. Ich bin wieder am Fernsehen. Und ja, das hat mich dann natürlich unweigerlich auch wieder daran erinnert, der Dunstigjass ist ja vorbei. Ja. Es ist ein bisschen weh. Hast du ein Loch? Ja, es ist tatsächlich immer ein bisschen ein Loch. Also ich habe die Stimmung selber erlebt, wie es ist dort. Und ich hatte dann nochmal so... Es ist nicht jedes Mal so. Oder schlimmer. Nein, es ist wirklich einfach halt eine sensationell geile Zeit. Und für mich ist ja immer lustig, also mir fehlt jetzt wie auch wieder der Kontakt zu den Zuschauern. Wir sind jetzt auch wieder im Fernsehen und man kann zwar jetzt bei YouTube, wenn man uns schaut, auf dem Kanal von SRF Comedy, kann man zum Beispiel unten einen Kommentar machen, aber im Dunstigjass haben wir das ja eigentlich live. Also ich habe ein Dunstigjass WhatsApp-Handy, wo mir die Leute können schreiben können. Und also ich brauche jetzt glaube ich noch zwei Saisons Dunstigjass und dann habe ich das Comedy-Programm zusammen. Ja. Also was da alles reinkommt, vielleicht müssen wir das auch einführen. Wir sehen es in dem Sinne nicht live, wir zeichnen am Mittwoch auf, aber es ist trotzdem sehr, sehr lustig, was an Feedback von Zuschauenden reinkommt. Und da muss man wirklich sagen, es ist schon eine spezielle Sorte Mensch, so der Mann ab 50. Und die Eigenwahrnehmung vom Mann ab 50, müssen wir sehr selbstkritisch sagen, deckt sich nicht immer mit der Realität. Ja. Also, gilt aber auch für den Mann ab 40. Kann ich dazu sagen. Der Erfahrung sagen. Oder ab 30. So. Gilt aber für den Mann. So, ja, tun wir es verallgemeinern. Okay. Der Mann ist speziell. So. Okay. Wir können das als Betroffene ja sagen. Ja, das kann uns niemand Diskriminierung vorwerfen. Aber es ist schon so, dass wirklich irgendwie, wir haben ja dann die Stars, die auch auftreten. Und wenn zum Beispiel jemand wie Beatrice Egli kommt, der wahnsinnig beliebt ist, dann kommen natürlich auch viel WhatsApp zu der Beatrice Egli. Und es sind wirklich mehrere Dudes über 50 gewesen, wo mir, und sie wissen ja, dass ich an dem Handy bin, schreiben, hey, kannst du meine Nummer der Beatrice geben? Ich würde gerne mal auf einen Kaffee mit ihr. Ja, aber das ist ein Dad-Joke. Ich meine, das ist ja nicht... Nein. Okay. Nein. Und ich denke mir wirklich, in welcher Welt ist das je passiert? Das ist wirklich das Zweitdümmste nach, ich arbeite oder auf der Baustelle oder bin einfach sonst unterwegs auf der Straße und pfeife einer nach und habe dann das Gefühl... Jetzt kriegen sie. Also das funktioniert gar nicht. Menge Ehe ist, diese Menge Perle sind zusammengekommen, weil er nachpfiffen. Natürlich. Nein, das nicht. Aber es sind Menge Perle zusammengekommen, weil er den Motor aufheulen lassen hat. Ja, oder gehupet hat. Ja, das stimmt. Vor der Bahnhofskirche. So, Bahnhofsrunde. Da lernst du wirklich Frauen fürs Leben kennen. Darum machst du es ja auch. Oder? Ja, also ich habe meine Frau nicht immer so kennengelernt, bis sie ein Elektroauto gehabt. Dann ist es lustig, hat niemand mehr geschaut. Sie sind nicht gehört. Aber es ist schon geil, ja, wenn du wirklich das Gefühl hast, du kannst Beatrice Egli daten mit einmal SMS auf einen Kaffee. Fix! Das hat noch niemand das Gegenteil bewiesen. Also hat niemand bewiesen, dass es nicht geht. Ja, gell, und sie erzählt natürlich ja in jedem Interview, dass sie Single ist. Ob das dann stimmt oder nicht. Es ist halt auch eine gute Verkaufsmasche. Dass sie neue Single dus hat. Ach so, dann ist das immer falsch. Ja, die neue Single. Ah, dann hätte ich nicht müssen schreiben. Sorry, nee. Beatrice. Ja. Sehr, sehr lustig, ja. Da denkst du immer selber, so, die eigene und Fremdwahrnehmung ist durchaus was anderes. Ich hoffe, ich habe die Geschichte noch nie erzählt. Jetzt bin ich gerade irgendwie... Ja, es ist mir ein bisschen bekannt vorgekommen. Sehr irritierend. Ja. Aber weil wir ja keine kommentiert bei uns unten da. Auf YouTube könnt ihr kommentieren. Da wollen wir auch. Ja, und wir können euch alle Nummern vermitteln, von allen. Und auch auf das... Nein, SRF Play sind wir nicht. Nein, dort hat es keinen Kommentar.
Aha. Wir sind dort. Jetzt sind wir selbstverständlich ja. auch. Ihr könnt auch den Fernseher anschreien, es bringt einfach nichts. Ja, es ist alles noch ein bisschen neu für uns. Unter anderem auch, dass wir gesagt haben, so, jetzt, wenn wir hier einen Restart bei SRF machen, ich alleine kann ja nicht alle Zeitungen lesen, ich bin ja nicht Ignazio Cassis. Jeder von uns muss ein bisschen Zeitung lesen und ich glaube, gerade das Ignazio-Thema, das hat dich beschäftigt. Das habe ich mitgebracht diese Woche, oder? Weil er hat ja da irgendwie an einer Veranstaltung gesagt, er lese keine Zeitungen mehr. Der Bundesrat sagt, ich lese keine Zeitung. Er faltet nur noch Hütli und Schiffli aus. Nein, wieso? Also, er liest keine Zeitung mehr. Für mich macht er schon länger den Eindruck, dass er einfach noch Bildchen anschaut. Ja, der Ignoratio Gassi. Ich meine, der Ueli Maurer, auch kein Freund von den Medien. Nein. Der hat immerhin noch den Teletext gelesen. Ja, also, ja dort haben wir noch gelacht. Ja. Der immerhin. Aber wie informiert sich der Ignazio denn jetzt? Auf TikTok? Hä? Oder schaut er Weltwoche Daily? Weißt du jetzt seine Quelle? Ich hoffe vor allem nach dieser Erfolg, dass er nicht anfängt, Podcasts zu hören. Das ist sehr optimal für uns. Ich glaube, er tut einfach schon so ein bisschen so, als hätte er bis jetzt Zeitung gelesen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wahrscheinlich, es hat ja gar niemand gefragt, liest du Zeitung? Sondern er hat es von sich aus gesagt, so, ja. Ich lese ja keine Zeitung mehr. Das ist, wie wenn ich rumlaufe und sage, ich spiele ja kein Profifußball mehr. Ja. Ich habe aufgehört. Nein, ich habe aufgehört. Ich date kein Model. Ja, richtig. Gut, aber wenn er jetzt wirklich keine Zeitung mehr liest, sollte ihm dringendst jemand sagen, dass er letztens gerade dem Sergei Lavrov strahlend Hand geschüttelt hat und so wunderschön Bild. Meinst du, das hat er auch nicht mitbekommen? Ich denke nicht. Aber was will er auch bei der Zeitung? Will er an einer Wahlveranstaltung daraus vorlesen? Also, ja, dort macht sie wirklich nicht. Lass doch mal. ASMR, wie heisst es? ASMR. ASMR. Ja. Das Blöde ist halt, oder, wenn du keine Zeitung mehr liest, du kommst halt auch vieles nicht mit über. Und er merkt es jetzt am eigenen Leib, oder? Er steht ja jetzt seit 3 Tagen vor dem Gotthard-Südportal. Er fragt sich, warum er nicht durchkommt. Was passiert dir? Was ist dir los? Ja. Wieso ist der Tunnel zu? Was ist passiert? Auch eine riesige Geschichte diese Woche. Ja. Oder? Jetzt ist, seit dem Sonntagnachmittag ist der Gotthard-Strassentunnel in beide Richtungen gesperrt. Ja. Betonteile sind dort oben runtergekommen. Ja, 25 Meter Riss. Ja, wie das halt so passiert. Ja, er hat den Necken ab, der Gotthard. Und gleichzeitig ist er ja nach dem schweren Güterzugunglück Anfang August ja auch die Bahnstrecke. Also der Basistunnel für Bahnreisende gesperrt. Mhm. Und man merkt plötzlich, es hat keinen Verkehr mehr. Oder? Ja. Und das ist eigentlich noch geil, das ist in dem Fall jetzt die Lösung. Man muss jetzt einfach den Gotthard zumachen und dann hat es keinen Stau mehr. Fix auf die ganze Schweiz applizieren. Mal den Gubber ist zumachen. Ja. Es funktioniert, hast du absolut. Stau. Wobei, eigentlich, oder, die Sinnreise ist immer mühsam gewesen. Immer. Es ist immer ein Struggle. Du musst Italienisch lernen, es hat viele deutsche Touristen. Es ist heiß und wenn du Pech hast, triffst du noch der Schweiz auf dem Camping. Hey. Nicht so geil. Doch, das ist toll. Kommt nicht. Aber nein, man muss ja... Das war jetzt böse gewesen, oder? Nein. Nur abweisend. Nein, ich muss sagen, ich habe schon tolle Leute kennengelernt auf dem Camping. Mhm. Oder? Würden Sie das auch sagen? Das weiss ich nicht. Aber ich weiss, ich habe tolle Menschen kennengelernt auf dem Camping. Aber was ich noch interessant finde, ist, oder respektive, was man halt hätte berücksichtigen müssen, der Gotthardtunnel, oder, der ist jetzt auch schon über 40. Dann müssen wir halt mal in Vorsorge untersuchen. Oder? Oh Gott. Oder? Die muss die Röhre mal geprüft werden. Ja. Das steht heute zwei noch bevor. Mal den Doktoren. Ja, wohl wahr. Ja. Wohl so. Ich freue mich. Das steht wirklich noch bevor. Ich freue mich. Da kommst du ja Propofol und so über. Zum Heine? Ja, zum Heine. Nein, nicht zum Heine, aber für den Untersuchung. Stell dir vor, es geht einfach so ein Dude, weißt du, wie so die, die das Zeug versprühen, läuft so mit Propofol durch den Gotthard und macht ein bisschen so. Das ist das Propofol nicht in die Röhre. Aha. Wenn, nein, das dann, ja, das wenn, dann müsste es oben in den Fels hinein. Also, ich kenne den Arzt nicht, wo der Stefan ist. Ja. Ich hätte einen Wunsch. Wir könnten die Vorsorge und so machen. Ich hätte einen Wunsch. Es wirkt sicher schneller, ja. Ist auf jeden Fall eine riesige Geschichte mit dem Gotthard. Ja. Ich habe jetzt gefunden, mir ist es egal. Gotthard interessiert mich nicht mehr, seit der Stiefli tot ist. Ja, das kann mir ähnlich. Ja. Ja. Ist ein bisschen wie vorbei. Ja. Eignet sich nur noch zum Durchfahren. Habt ihr Erlebnis gehabt, im oder auf dem Gotthard? Ja. Am Gotthard? Nein. Mich interessiert eben der Gotthard wirklich nicht.
Mein Tunnel ist der San Bernardino. Das ist so, du kannst dir den San Bernardino leisten. Das ist mein Tunnel, wirklich. Und das regt mich jedes Mal auf, wenn es heisst, Stau am Gotthard, nehmen Sie die Umfahrungsroute A13 über den San Bernardino. Nein! Das ist unsere Strecke! Haut ab! Zürich, ab weißt du, Sagans, dort kommen wir einmal rein. Ja. Nicht, bleiben dort hinten. Dann haben wir noch einen Stau. Ja, ja. Da regt mich auf. Ich kann im Sommer über den Gotthard mit dem Velo. Jawohl, hast du gemacht. Ich bin ja zu dir ins Tessin gefahren. Nein, ich bin dann über den San Bernardino, weil mir x Leute gesagt haben. Nein! Weil mir x Leute, also alle aus der Dahrung gesagt haben, das ist die schöne Route. Und nein, also mit dem Velo sei es wirklich scheinbar recht kriminell, weil die Autos dort auf der Kantonstrasse unheuren näher kommen. Und das war jetzt beim San Bernardino eigentlich recht easy gewesen. Ja. Ich bin einfach immer gewundert, also ich gehe immer gerne über den Gotthard. Finde ich eine recht coole Strecke, oder? Und ich bin halt auch, ich wundere mich immer, wie sich die Leute verhalten in diesem Tunnel inne. Das ist wirklich so, die einfach 60 gefahren. Wahrscheinlich aus purer Angst, ich weiß es nicht. Oder? Ja, es gibt ja wirklich Leute, die Klaustrophobie bekommen im Tunnel. Und dann auch, dass es da 40 Grad warm wird im Sommer. Ist auch noch spannend. Ja, ich habe immer ein bisschen Angst. Ich habe nie ein gutes Gefühl in einem Tunnel. Nein. Alles andere wäre komisch. Ja. Ja. Alles andere wäre wirklich komisch, wenn du einfach durch ein Loch, durch einen Berg durchfährst, uhrenlang. Boah, das ist schon leicht unheimlich. Ist so. Aber dafür rauskommen ist umso schöner. Immer wenn du weißt, wenn dann schön Wetter ist, ist super. Ja, also Stau hat sich erledigt. Erledigt sich bald auch auf allen anderen Strassen. Das ist mir auch noch aufgefallen, die Woche ist eine Meldung gekommen, dass die Strecke Bern-Zürich und Lausanne-Genf, wenn sie auf der A1 auf mindestens 6 Spuren ausbauen. Hell yeah. Ja, das heisst, der Nationalrat will das ausbauen. Und ich mir denke, ja, wie es, also selber, oder was? Also, das möchte ich dann gerne sehen, wie sie da neben der Session noch sagen, gut, okay, und jetzt gehen wir die Schaufel fassen. Ja? Heute Nachmittag ist freiwilliges Sozialprojekt. Wir können gerade hier eins ausbauen. Ja. alle ziehen gemeinsam. Als ob es irgendetwas bringt. Die A1 auf 6 Spuren ausbauen, 1 bis 2 Spuren, sind sie sowieso immer mit Baustellen gesperrt. Also, bringt ja gar nichts. Was willst du? Also. Ja, die SVP sagt ja immer, oder? Die Verkehrszunahme sei wegen der massiven Zuwanderung in der Schweiz. Ja, dann müssen wir mehr Wanderwege haben. Ja, da hat mit der Strasse nichts zu tun. Wanderwege sind noch viele Stunden. 6-spurige Wanderwege. Gegen Zuwanderung. Ja, und was ja spannend ist, oder? Die Zugewanderten, die gehen offenbar, wie wir alle, arbeiten. Das ist erstaunlich. Das ist wirklich krass. Also, jetzt willst du auch nicht sagen, die zahlen da. Von der SVP, ich lese nicht alle. Ein Teil ja, aber nicht alle. Also, das zahlen sie da. Sagst, mach es wie der Ignatius, dann hättest du es jetzt nicht lesen müssen. Ja, dann hättest du es gewusst. Sind die für Spurausbau, ja oder nein? Das ist ja immer so also eine Diskussion. Wenn ich einmal durchfahre, dort, wo es jetzt mehr Spuren hat, finde ich ja. Aber die Forschung weiss, also sagt, mehr Spuren zieht mehr Verkehr an. Also das heisst, da nützt es genau so und so lange etwas. Aber es verteilt dann ja dann ein bisschen. Nein, es stimmt eben nicht. Weil dann die Leute finden, ah ja, easy, jetzt komme ich gut durch, also gehen sie auch. Also weißt du, ich bin jetzt heute zum Beispiel hier hingefahren, habe gesehen, oha, Nordring, Stadt Zürich ist zu. Dann bin ich zu Weil raus und bin über den Ricken da hergekommen. So. Okay. Voilà. Also hat schon weniger Verkehr gehabt. Also du fängst Alternativen überlegen oder du gehst dann vielleicht auch nicht oder mit dem Zug. Also kann ja nicht einfach sein, dass du sagst, ja gut, man macht einfach. Es löst das Problem nicht in der Wurzel. Es ist einfach Symptombekämpfung. Ja, für den Moment. Ich habe das Gefühl, wir werden noch einen Spurabbau erleben. Abbau? Ja. Jetzt schaue ich dir mit grossen Augen an. Wenn Auto irgendwann könnt autonom fahren, oder? Und du selber kein privates Auto mehr hast, oder? Und dann nachher wird es weniger Verkehr haben, Individualverkehr auf der Straße, und wir werden noch einen Spurabbau erleben. Die Frage ist das in 10 Jahren, ist das in 20 Jahren, vielleicht kommt es auch nie, wie lange geht das? Oder? Aber weil halt einfach, wenn alle Autos computergesteuert sind, dann ist der Verkehr effizienter. Oder? Du kannst enger auffahren. Oder? Es gibt keine Vollidioten mehr, die von vorne reindrücken. Und dann gibt es wieder so einen Ziehharmonika-Effekt. Und so, sondern der Verkehr läuft flüssiger, fahren alle genau gleich schnell und so weiter und so fort. Aber das immer, oder? Ich hab das schon vor 2-3 Jahren mal gesagt, aber dort hat Elon Musk noch nicht komplett eins am Helm gehabt. Und ich bin dort davon ausgegangen, die selbstfahrenden Autos kommen in 3 Wochen. Oder? Genau. Turns out, kommen sie nicht! Wobei, andererseits eben, es gibt ja jetzt in den USA, unter anderem in San Francisco, gibt es wirklich komplett selbstfahrende Taxiservice, wo keine Kontrollperson mit hineinhockt. Also das wird kommen. Das wird kommen. Und wenn dann flächendeckend alle Autos autonom fahren,
dann braucht es nicht mehr so viele Spuren. Ja, aber wir arbeiten es ja noch nicht mal bei den Zügen. Wo der erste Zug fährt in der Schweiz jetzt ohne Führerperson. Ja. Nein, richtig. Echt? Merklin braucht eine Führerperson. Im Tino im Keller drinnen. Ja. Das ist ja auch nicht mehr so, das ist ja alles digital. Ja. Es ist wirklich niemand mehr, der den Trafo drückt. Nein! Also. Ja gut, die Frage ist auch vorher. Also weißt du, das Problem, wo vorher könnte auch noch eintreten, ist erstens mal mit der Demografie. Gut, dann hast du immer noch Zuwanderung. Irgendwie musst du die arbeitsnehmende Bevölkerung musst ja fällt ja immer mehr weg. Das heisst, weniger Leute gehen arbeiten. Mhm. Da füllen wir jetzt zwar noch auf. Wenn es wirtschaftlich der Schweiz mal nicht mehr so gut geht, dann hast du mehr Platz auf der Straße. Wie läuft es eigentlich mit euren «Ich fahre nur noch 100 Stundenkilometer auf der Autobahn auf der rechten Spur»? Heikler Punkt. Ein schwieriges Thema. Ja. Habt ihr das wieder aufgehört? Ist ein bisschen langweilig geworden. Ich mag mich an eine Folge erinnern, wo man mich da innen ausgelacht hat, weil ich meine 120 und manchmal auch 125 fahren auf der Autobahn. Ja. Und ihr, weißt, es ist so entspannt. Ich bin so entspannt. Ja, Hände. Ja, stimmt. Das ist im Moment sehr weit zum Fenster. Jetzt mittlerweile muss ich ehrlich eingestehen. Das ist ein Zeichen. Ich habe es wieder verrührt, weil man hat mich schon angeschissen, bei jedem Lasti wieder müssen raus und führen und wieder rein und ja, wieder das raus. Das Schlimmste. Ja. Die dann vor allem nicht hinten können einschätzen, dass du eben mit vielleicht 120 kommst und dann findet, ja, der kann ja auch auf 80 geben, wenn ich jetzt rausgehe. Ja, das kann er ja. Also. Dafür ist eine verlorene Kunst. Fall. Eine verlorene Kunst ist das Blinken. Niemand blinkt mehr. Oder wenn, dann nur so geht, ah ja, da blinkt raus über. Nein! Was ist denn los? Blinkt doch bitte wieder. Also nur wenn er abbeugt oder so, nicht einfach zum Spass. Also ich für meinen Teil, ich mache das ab und zu noch mit dem ich fahre einmal so 104 auf der rechten Spur. Ich habe ja links-rechts-Schwäche, Entschuldigung. Aber nicht mehr so exzessiv, wie ich es auch schon gemacht habe. Ja. Also wenn du die 100 nicht mehr schleichst, das heisst, du bist auch schneller wieder im Tessin, oder? Das ist natürlich so. Ja, Tessin ist aber ein gutes Stichwort, oder? Ja. Eine Meldung, die mir begegnet ist, ist das Wallis. Im Wallis wollen sie ja jetzt Solarpanels. Also was hat das Wallis mit dem Tessin zu tun? Das ist ein Nachbarschaftskontor. Ach so. Hallo. Das ist ein schöner Bonor. Hallo. Er ist einfach zu smart für uns. Das ist in der Gegend. Du, wo du in die Schweiz reist, wie weiss nicht, was mit dem Donnerstagsjahr. Also ein bisschen. Entschuldigung. Ja. Was ist dir im Wallis aufgefallen? Was hat sie im Wallis? Tessiner? Ein Beck hat im Wallis ein Tessiner Brotbau. Ja. Schön, darum berichtet live vor. Ja, wer keine Freunde hat. Erzähl uns. Komm. Also, Wallis hat abgelehnt, ein Beschleunigungsverfahren zum Bau von einer Solaranlage, so einer riesigen Solaranlage, wenn sie dort aufstellen. So, zur Freude von einer Allianz aus linken Parteien, der Unterwalliser SVP und Umweltverbände. Ich frage mich, die Walliser lehnen das ab. Haben sie Angst, oder? Dass die Solarpanels schön friessen? Irgendwie so. Was ist denn los? Ich habe Angst vor Solarpanels, offenbar. Ja. Aber ich habe mehr Angst vor so einer Koalition, also so ein Verband, was Umweltverband, die SVP und linke Parteien. Ja. Hey, wie viel Fondant musst du trinken, dass du das verstehst? Dass die sich gefunden haben? Ja. Gut, wir kennen es alle. Nach 3-4 Flaschen Fondant. Ja. Da finden sich Leute, die man sonst nüchtern sich vielleicht auch nicht wieder befinden. Unter Umständen. Oder? Wahrscheinlich, je nachdem. Gut, der Kanton Wallis hat ja nicht einfach nur Nein gesagt. Sie haben das ja schon erklärt, warum das so ist. Ja. Das hat es einfach niemand verstanden. Aha, vielleicht ist es da. Das Problem. Wohl inhaltlich habe ich es schon verstanden. Ich meine, das wunderschöne Walliser Felsgröll, das dort liegt, ja, das ist ja dann nur noch im Schatten. Von den Solarpanels? Ja. Das wäre schade. Ja, das wäre schade. Das wäre schamper schade. Das ist schwierig. Ja, oder halt einfach Probleme. Oder? Und im Schatten der Solarpanels siedelt sich der Wolf an. Das ist ein viel grösseres Problem. Ja, das zieht dann an. So alpine Hotelanlage für einen Wolf. Ja. Macht der Wolf Winterschlaf? Weiss ich nicht. Nein, der Wolf. Ich sehe das Bild von mir, von einem Wolf im Schnee. Ein Wolf macht keinen Winterschlaf. Mhm. Ja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, die SVP hat ja ein Sünder im Logo, aber nutzen wollen sie es ja jetzt scheinbar nicht. Also, Das stimmt. Macht auch nicht so Sinn. Das stimmt. Aber es braucht ja auch kein Solar in den Alpen. Oder? Strom in den Alpen. Habt ihr schon mal einen Steinbock mit einem Handy gesehen? Ja. Wer braucht dort oben den Strom? Niemand! Da unten? Ja! Da oben, hä? Du, Gianni, ich habe keinen Empfang mehr. Ja, Tschatschen, musst über ins Wallis, nicht den Strom in den Bergen. Akku ist leer. Ja, aber es ist schon ein riesen Widerspruch, oder? Jetzt sagt man, wir brauchen dringend grünen Strom, oder? Da
was weiß ich, AKWs abstellen, Kohlekraftwerk abstellen, wir brauchen Grünstrom. Ah, Solarpanel, nein! Also es ist, ja, schon, es ist ja schon ein Widerspruch. Das stimmt ein bisschen. Wobei, gell, sie haben gesagt, nein, zu einem beschleunigten Verfahren. Ja. So? Vielleicht wollen sie einfach ein sehr langsames Verfahren. Ein Solarpanel. So ein Verfahren. Keine Ahnung. Ja. Kommt auch nicht ganz tot. Ja, es gibt dort halt einfach so viel Meinungen, Fachmeinungen auch. Dass du sagst, hey, es macht doch Sinn, die Solarpanels auf die Hausdächer zu tun. Ja, kommt, würde ja, einem ja, kommt als, ja jetzt. Würde einem als erstes sagen, ja, ja, macht Sinn. Ja. Oder? Gleichzeitig macht es ja wahrscheinlich auch Sinn, zu sagen, hey, nein, wir gehen mit dem Hochalpin, mit diesen Anlagen. Wegen der Wolken. Weil dort ist einfach die Energie, die du magst holen, ist viel mehr. Also die Effizienz ist viel höher. Musst du dafür aber den Strom wieder abtransportieren in die Wohngebiete. Also, ja, es hat niemand gesagt, es ist easy. Also, weißt, wenn du jemanden probierst, ein AKW zu erklären, ist auch nicht ganz einfach. Ja, mit dem da so Brennstäbe. Und dann will ja jeder Nein sagen. Ja, wenn du das schon erklären müsstest, Brennstäbe. Ja, ist mega gefährlich. Aber die tun wir da in ein Haus rein. Ja, ja, so, ja, ja. Da kommt natürlich immer noch das Argument von der Umweltverschandlung, wenn man so will. Oder? Dass man sagt, ja, es sieht halt auch einfach scheiße aus in den Bergen. Ja. Und ich weiss, dass es nicht wirklich ein valables Argument ist, so, wenn es um die Stromproduktion geht. Aber ich verwünsche mich dann gleich einmal selber, weil ich denke, ja, es wäre eigentlich schon schade. Dann gehst du so wandern und dann siehst du so Zeug rum. Ja, irgendwie, ich weiss, dass es mega dumm ist. Ich sage, du hast wirklich einfach nur ein Gefühl offengelegt. Ja. Heute auf der Fahrt dahin habe ich so ein Solarfeld gesehen, wo irgendjemand an einen Hügel hin tun hat. Und ich dachte, das ist geil. Ja. Das Quartier lebt jetzt wahrscheinlich einfach von dieser Anlage dort. Ja, bei Solarpanels finde ich es noch weniger. Also, wir müssen jetzt nicht ein neues Fass aufmachen, aber wenn es heisst 120 Windräder im Kanton Zürich, dann finde ich so, mach, nein. Also, ja, also was die Panels betrifft, muss man einfach bedenken, wie viele Täler gibt es und wie viele Täler werden zugebaut. Ja. Wenn du jetzt irgendwie 100 Täler hast und ein Tal wird mit Solarpanels gefüllt, dann wandere ich halt im Tal nebenan. Ja, wirklich. Wirklich, ja, es gibt genug Täler und es hat nicht jeden Tag Leute dort in der Regel. Ja. So ja, und eigentlich auch genug Grüllmasse. So. Weißt du, wo du sagst, ja gut, das ist jetzt auch nicht mega zum Anlösen. Ja. Dort wachsen jetzt nicht spezielle Bergblumen, die du kannst schauen, anschauen. Irgendwo, wo du nicht gerade den Hang runterkommt, vielleicht ist es noch nicht viel genützt. Das kann helfen. Apropos Sachen, die Strom brauchen, E-Trottinetz haben auch Schlagzeilen gemacht die Woche. Ja. Bei mir sozusagen, in der Stadt Zürich. Dort setzt man jetzt neu auf einen Geschicklichkeitstest. Den musst du irgendwie so am Handy machen und dort musst du eigentlich beweisen, dass du nüchtern bist. Wer den Test nicht besteht, kann das E-Trotti nicht mieten. Mhm. Ja, so wollen die Anbieter Unfall verhindern. Oder, das ist glaube meine Theorie, ich glaube, sie wollen einfach keine E-Trottis mehr vermieten, weil also, wer fährt nüchtern E-Trotti? Nein, also, ja, die sind ja gemacht, zum betrunken zu fahren. Heimfahren vor allem, ja. Darum ja, darum sind sie ja dort. Ich bin mir sicher, da gibt es Leute, die Test nüchtern nicht bestehen. Ja, ich fahre viel besser, wenn mit den zittrigen Fingern den Test machen müssen. Hey, sorry, ich muss zuerst drei Schnäpse. Es gibt Sachen, die einfacher sind, wenn man betrunken ist. Reden zum Beispiel. Also weißt du, andere Sprachen. Ja. Ich rede so viel besser Englisch, wenn ich getrunken habe. Ja, aber also nur in der Eigenwahrnehmung. Ja, ja. Ja, das ist, ja, ja. Ich schreibe dann auch so SMS, so, hey, kannst du meine Nummer in der Beatrice Segli geben? So. Aber es gibt so einen Sweet Spot beim Dartspielen, beim Töckeln, beim Billiardspielen, wo du so einen kurzen Sweet Spot hast, wo du ein bisschen besser bist wie sonst. Ja. Wo du ein bisschen beruhigt bist und fokussiert. Eins zu viel und dann ist es vorbei. Dann bist du gerade schlecht. Ja, das ist so. Aber was mich erstaunt an dieser Geschichte ist, du musst ja dann auf dem Handy einen Test machen, um zu schauen, ob du betrunken bist oder nicht. Oder? Ja. Und dann wird das E-Trottinett freigegeben. Ja. Und diese Technik baut ins E-Trottinett ein. Ja, das stimmt. Nicht ins Auto. Stimmt, gar nicht überlegt. Die bauen sein E-Trotti so. Das ist echt mega dumm. Das ist ungefährlichste von allen Verkehrsregeln. Ja, die Chance, dass einfach nur dich selber kaputt machst, oder, ist am grössten. Ja. Oder? Ja. Die bauen wir sein. Wo könnten wir es noch? Wo könnten wir es schon sein? In die Wischmaschine. Nein, niemand mit den Eiern so verwendet. Ja, hast du sich die Finger nicht einklemmen? Also. Stimmt, das ist gar nicht überlegt. Ja. Und es gibt natürlich auch hier Lifehack, oder? Für das sind wir ja da. Wir wollen ja den Menschen auch helfen. Ja. Ja, falls ihr euch jetzt fragt, ja, wie kann man das umgehen? Zuerst mieten, dann trinken. Mhm. Einfach auf dem E-Trotti. Also immer schönes Bier dann jetzt immer Leute, die trinken auf dem Trotti. Ja, wahrscheinlich. Ja. So kannst du es umgehen. Gut, also, wenn wir schon Tipps haben an die Leute. Lifehacks. Also wenn ihr in den Ausgang und trinken und vorwärts kommen,
Geht einfach wieder mit dem Auto. So. Da gibt es den Test nicht. Ja. Ich bin passionierter E-Trotti-Fahrer. Ich liebe. Also hast du auch privat so eins? Nein, das habe ich nicht. Das sind ja die ganz Wilden, die sich das noch kaufen. Das einfach keinen Sinn machen. Aber es ist wirklich jetzt gerade gestern per Zufall... Trunken? Nein. Ich bin unterwegs für einen Termin in der Stadt. Mhm. Ja. Und bin natürlich, wie immer, mit dem Auto, mit dem SUV. Oder? Böse, schön. Und was ist passiert? Stehe im Stau. Weil alle anderen mit ihren SUVs auch in die Stadt hinein wollen. Auch ich mich geärgert. So, über die anderen. Über die anderen. Wenn nur ich würde reinfahren würde, wäre kein Problem. Ist kein Problem. Aber dann dachte ich, Schweinchen schlau. Oder? Habe ich gesehen, am Strassenrand, Parkplatz, ist raus, Auto parkiert. Oder? Und die App aufgemacht. Und dann bin ich, aber dort mit dem E-Trotti, mit so einem E-Miet-Velo. Oder? Mhm. 5 Kilometer durch die Stadt gefahren, rechtzeitig am Termin gewesen. Und das wäre, also, da sehe ich wirklich Potenzial, wo man sagt, du könntest Verkehr vermindern. Wenn du sagst, hey, machst du irgendwo am Stadtrand draussen, von grösseren Städten, einfach grosse Parkhäuser. Und dann aussen dran also die Miet-E-Bikes, oder, wo kannst du draufkumpen und dann fahrst du die letzten 3-4 Kilometer, fahrst du mit dem Velo in die Stadt rein. Das würde ich nutzen, wenn ich weiss, ich stehe dafür nicht im Stau. Und dann wäre mein Auto auch nicht irgendwie in der Stadt drin. Muss nicht einmal eh sein, es könnte einfach Velo sein. Absolut, oder? Aber es würde natürlich dann bedeuten, dass linke Regierungen, grüne Regierungen müssten Parkhäuser bauen. Das geht natürlich nicht. Das ist unmöglich. Das ist ja, auch wenn es die Straße, oder? Das sind wir wieder bei den Solarpanels, oder? Mhm. Wo nicht dürfen, die dürfen überall sein, nur nicht dort. In der Natur. Ja, und dann darf es keinen Schattenwurf geben. Also gerade jetzt in Zürich wäre das... Oh, Zürich, bauen! Wäre dann vielleicht ein bisschen schwieriges Thema. Aber auch mit der E-Trottis fahren, ich finde das cool. Ja, ist geil. Oder? Du hast es gerne. Ja, ich mache manchmal extra Umweg mit dem E-Trottis. Scheint es, ja. Zum länger fahren. Ja, das ist mal dort in Hamburg. Dort mache ich nein, und in Bern. Und dort hättest du ja den Test auch nicht bestanden, oder? Morgen um 3. Dort hätte ich nach heutigem Standard hätte dort das E-Trotti nicht freischalten. Das ist korrekt. Aber erstaunlicherweise bin ich super gefahren. Also ich habe weder mich noch andere... In der eigenen Wahrnehmung. Ich habe weder mich noch andere Menschen gefährdet. Einfach, dass das für alle daheim, die zuhören... Du fährst ja sonst nie betrunken, einfach, dass man das noch mal erwähnt hat. Nie. Nein, ich bin nie betrunken. E-Trotti fährst du nicht betrunken. Unter keinen Umständen. Nein. Ich frage mich auch einfach, darf man die, also weißt, muss man jetzt die Trotti auch nüchtern in die Lima schiessen? Muss betrunken sein. Also man muss ja betrunken sein, um das zu machen. Ja, das ist also, schwierig. Also musst du dich wirklich fast komatös betrinken. Also wenn du einigermaßen normal im Grimp bist, rührst du das E-Trotti nie nicht an. In der Regel nicht, die sind auch nicht ganz leicht. Nein. Die haben ein bisschen Gewicht, da musst du so gut lupfen, dass die noch mit rein. Das ist der einzige Grund, dass ich noch nie irgendwo hergerührt worden bin. Ja, man ist schon manchmal danach gewesen, zu mir irgendwo hingerührt. Geht nicht. Geht leider nicht. Das stimmt natürlich. Ja. Und du bist gar kein E-Trotti-Fahrer, oder? Ja, Notfallfahrer. Notfall. Ja, wenn es wirklich, wenn es nicht, ja, wenn es blüht, dann im Notfall fahre ich mit einem E-Trotti. Ja. Nein, also wirklich, also wenn keine andere Option mehr rum ist. Ich bin zum Beispiel am Samstag noch ein bisschen länger unterwegs gewesen und dann habe ich gedacht, soll ich jetzt heimlaufen, soll ich jetzt E-Trotti nehmen? Dann habe ich eigentlich wieder E-Trotti nehmen. Und dann habe ich gesehen, jetzt ist es irgendwie von dieser Firma, wo ich genau keine App habe. Ja. Und dann hat es mich schon wieder angeschissen, und dann lauf. Ja. Und von Bern wäre es ein bisschen weit gewesen. Ja, wäre ein bisschen weit heim gewesen. Aber wie im Tesla müsstest du eigentlich fix eins schon drin haben. Ein E-Trotti? Ja, wäre doch geil. Wenn es im Kofferraum hat es eins eingebaut, wo du rausnehmen kannst. Weißt du, wenn das Problem mit E-Trottis nicht gehabt? Vor 900'000 Jahren? Ja, wahrscheinlich nicht. Nein. Ich habe einen Artikel gesehen, dass es vor 900'000 Jahren, haben, so eine Forschergruppe hat das herausgefunden, hat es noch einen Bestand von zeugungsfähigen Menschen. Das ist wichtig zu sagen. Wieso lachst du? Ja, nein, ich nehme es wunder, wie sie vor 900'000 Jahren herausgefunden haben, wer zeugungsfähig ist. Aber go ahead. Fast alle, die erwachsen waren. Ich mache einfach davon aus. Hat doch keine Handystrahlung gehabt oder ja. Umweltgift. 5G hat es noch nicht gegeben, Corona auch nicht. So. Hör auf, wenn ihr nicht einen Kommentar schreibt. Es hat noch 1280 1280 zeugungsfähige Menschen gegeben. Und ich meine jetzt nicht in Appenzell, sondern auf der ganzen Welt. Also Welt? Also auf der Kugel? Also Weltwelt. Menschheit wäre fast ausgestorben. Ja. Ich glaube, die haben irgendwann mal sich so ein bisschen angeguckt und gesagt, jetzt müssen wir, glaube ich, aufhören, uns umbringen. Schon sterben wir aus. Ja. Wahrscheinlich sind sie irgendwann so da und denken, 1280. Also Kollege, sind sie sicher?
Können wir noch mal schnell durchzählen? Wir sind gerade noch 1,2 Millionen gewesen. Wo sind die alle an? Das ist super schnell gegangen. Was man auch muss sagen, also, es ist überhaupt nicht wertend gemeint, aber bei so einem kleinen Menschenbestand, da ist Homosexualität wirklich ein Problem gewesen. Mhm. So, Alter, nein, schau, mach einfach Augen zu und durch, wir sterben aus. One for the team. Nein, das ist ja gemacht, sonst wieder, wenn wir wieder mehr sind, aber jetzt nicht. Ja, aber One for the Team, das ist ja schwierig. Also wenn man nicht One for the Team eine Maske tragen kann, dann glaube ich, dass dann da irgendwie deine sexuelle Orientierung irgendwie umstellt. Total accurate Vergleich. Total, ja. Ja, aber andererseits muss man dann auch wieder überlegen, oder? Von 1280 auf jetzt 8 Milliarden ist es auch wieder eskaliert. Also weißt du, man hätte in der Mitte machen können aufhören und sagen, so, jetzt so, ist es gut, das ist jetzt haben wir haben es jetzt erledigt, wir sind jetzt wieder, jetzt wir, jeder hat sein Bettchen, jeder hat seinen Garten, mit den Sauerabplatz. Für alle. Alles gut, komm, aber nein, wir müssen weitermachen. Roger, hör auf! Wobei, es hat Vor- und Nachteile gehabt. Also, weißt du, in 1280 Menschen, die quasi zeugungsfähig sind, das heisst, du kannst eigentlich jeden Sexualpartner, Partnerin haben, wo du möchtest. Ja. Oder? Nachteil musst du aber auch alle nehmen. Das ist aber da, wo du musst. Hast du jeden auch schon mal gehabt? So. Ja. Gut, das ist Oh nein, die Rosi. Ja, es ist wieder Montag. Oh. Aber stell dir doch mal vor, also ist ja jetzt eine aktuelle Diskussion, aber mit 1280 Leuten, da hast du den Fachkräftemangel. Das ist ein kleiner Mist. Wow! Ja. Das ist der Fall zu allen Ecken und Enden. Das ist dann auch ein bisschen anders. Kann jemand von euch ein MRI bedienen? Was ist ein MRI? Da gehst du morgen in die S-Bahn und sagst, ist da immer noch frei? Ja, und im SRF läuft eins gegen einen. Ja, SRF bei keinen Leuten. Ja. Sehr beliebtes Format. Bei drei, was eine riesige Quote ist. Ja. auch mühsam auf Tinder so. Links, rechts, links. Oh, Mami. Das kann sehr schnell passieren. Ja, aber ich habe schon gedacht, dass die Menschheit fast ausgestorben ist, wundert mich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, wenn du schon Ötzi seine Unterhosen anschaust, hier war huren eng gewesen, oder? Ja. Da ist natürlich dann Samenproduktion schwierig. Und tragen nicht zu enge Unterhosen, liebe Männer, die daheim sind. Das ist wichtig. Ja, aber man hätte ja müssen das Aussterben verhindern, unter allen Umständen, oder sich fortpflanzen. Von dort kommt ja das Motto, fick deine Mutter. Oh Gott. Jesus. Also zeugungsfähige Menschen haben einfach müssen zusammenkommen. Egal was. Also, ja, man hat sich müssen finden. Ja, der Moral hat es nicht gegeben. Das ist der Moment, wo die Ombudsstelle jetzt gerade den Fernseher abgestellt hat und gesagt hat, fuck, ich muss ins Bett, ich kann morgen wieder arbeiten. ich muss früher ins Büro. Ich muss früher ins Büro. Ja, das immer wieder. Ja, ja gut. Ja, hat euch sonst noch was beschäftigt diese Woche? Ja. Hey. Ja, das ist eine Antwort, wo der Stefan Büsser im Fokus den Basti gefragt hat, ob er ein Problem hat mit Alkohol. Das ist etwas das Gleiche. Ja, das hat auch noch ein bisschen Wellen geschlagen, das Thema. Also, wir haben nicht über das, aber kann ich als Empfehlung weitergeben? Das ist jetzt nicht, das kommt jetzt spontan. Das nicht vorbereitet. Aber lasst den Fokus mit Stefan Büsser und dem Basti in ein einstündiges Gespräch wirklich sehr erhellend. Hast du wirklich gut gemacht. Danke. Das hat mich beschäftigt diese Woche. Tatsächlich? Ja, das ist jetzt gerade so. Das freut mich, ja. Mich auch. Also ich habe sogar vorab, wo du mir gesagt hast, es ist schon vorab auf SRF Play. Ja. Yes, habe ich gerade eine stündige High-Fall können mit dem fühlen. SRF Play. Play? Du sagst immer Play. Das heißt Play. SRF Play. Play. Ja. SRF Bürzerbuben. SRF Bürzerbuben. Ja, nein, ich hab mich natürlich ein bisschen verpflichtet gefühlt nach seinem Auftritt bei uns an der Comedy Männer Party. Was ist denn dort passiert, Stefan? Was ist da hat es Leute, die nicht wissen, was dort passiert ist. Da gibt es Videos, die kann man online schauen. Der Basti. Ist gut, hat am Donnerstagsjahr es niemand gefilmt. Dort habe ich auch einen Basti gemacht. Dort haben die den Basti gemacht. Ich bin zeitig ins Bett und Donnerstag. Aber bis dort hin nicht. Dort bist du gut unterwegs gewesen. Nein. Ich bin ja noch beim Trotti heim. Ich kann es einmal noch freischalten. Ich hoffe es unbedingt nicht. Ich kann es einmal noch freischalten. Das hilft schon mal. Dann kommt man auf jeden Fall weiter. Also auf jeden Fall. Ist.
So, liebe YouTube-Freunde, jetzt sind wir unter uns. Die vom Fernsehen haben wir rausgeschossen. Ja, was ist los? Weil, die uns schon länger verfolgen, wissen, es gibt am Schluss immer noch den YouTube-Kommentar von der Woche. Natürlich auch von der Folge, die wir letzte Woche aufgenommen haben, was so ein bisschen unsere Testfolge war, wenn man so will. Oder? Zum mal schauen, funktioniert das alles? Ja, es funktioniert auf dem Kanal da bei SRF Comedy. Auf YouTube. Und der YouTube-Kommentar von der Woche, den ihr geschrieben habt, ist Steva Darmutz, 1972, schreibt: Willkommen zurück beim Ex, hauptsächlich zurück. Und dann wäre meine Frage: Sind ihr schon mal zurück zu einer Ex? Abgesehen von SRF? Kann mich nicht erinnern. Nicht? Ja, ich kann es nur empfehlen. Ich bin zweimal zurück zu einer Ex und muss sagen, zweimal schief gegangen und durch. Wirklich? Ja. Ich kann es nur empfehlen. Bin heute geheiratet mit der. Was? Geheiratet mit der Ex? Zwei Kinder. Ja. Wir sind mal krass auseinander und wieder zusammengekommen. Schön. Voilà. Ja. Tipptopp. Es gibt also eine Hoffnung für alle da aus, die immer noch ihrem Ex oder ihrer Ex nahtun. Probiert es doch nochmal. Du musst keine heiklen Tipps geben. Okay, hör jetzt auf. Heikle Tipps. Da fangen sich an Leute hinterfragen. Ja, komm, probier es doch nochmal. Schreib ihr mal noch. Schick jetzt das Dickpick. Schick es jetzt. Bis. Kommt sicher gut an. Und sag noch ganz schnell einen anderen Kommentar. Der Roman K. 4898 schreibt: Wo ist ein bisschen sein Video? Weil ich im Podcast ja versprochen habe, ich durfte das Video posten, wenn ich über die Rampe bin mit dem Velo. Das habe ich jetzt Story da. Die Digital Natives sind, wissen, nach 24 Stunden ist das Ding weg. Und die, die auch Digital Natives sind, wissen, man kann es aber in Story Highlights tun. Das habe ich gemacht. Es gibt einen Story Highlight Button bei mir auf Instagram. Und dort findet ihr immer alle Sachen, die wir im Podcast, wie sagen jetzt bei gemischten Sachen, Bezugnahme machen. Ach, ja. Bezugnahme. Also, ja, es lohnt sich. Alles, was wir nochmal gesehen haben. Ja. Der Stift, der Stefan, der über den Lenker abschaut. Ja, das ist wirklich. Das hat also Slapstick vorne ab. Ja, definitiv. Also, Slapstick dann wieder nächste Woche auf diesem Kanal. Gute Zeit, bis dann. Oh, yeah.